Und guten Morgen zur Frühstücksbörse bei uns bei BDCS am 1. Dezember. Tja, Zeit für die Weihnachtsgeschenke, beziehungsweise Zeit dafür, die Weihnachtsgeschenke langsam einmal einzukaufen, dem lieben Jeff Bezos dann wieder ein paar Dollar in die Hosentasche zu stopfen, überspitzt gesagt. Und vor allen Dingen Zeit, das erste Türchen des Adventskalenders zu öffnen, sollte es einen geben. In dem Zusammenhang bei mir dies hier kein Adventskalender, kein eigengebauter. Gerne auch mal dort meine Freundin damals überrascht mit dem guten deutschen Brauch, finde ich. Ja, wir haben immer noch in Deutschland spannende Punkte, spannende Ideen, vor allen Dingen in die Vergangenheit zurückschauend. War das immer oder ist das immer eine schöne Zeit? Advent ja bereits schon hier, der erste Advent hinter euch, hinter uns, hinter Ihnen. Und auch bei mir gab es gestern hier in Singapur mal wieder richtig schön deutsch. Klimaanlage auf 16 Grad gestellt, Grünkohl, schön Fleisch, Tonne Schweinefleisch, paar Würstchen und ein bisschen Schweinebauch, eines deutschen Metzgers noch Mitbringsel von vor ein paar Monaten aus dem Tiefkühler gefischt, Knödel dazu. Von daher hier habe ich schon mal das erste Weihnachtsessen hier vertilgt. So, also das Stückchen Kultur habe ich schon hinter mir. Schab, Moinsen, grüße dich. Gerhard auch, willkommen zurück. Und heute in den Märkten finden wir wiederum eine Rückkehr. Gestern Euro-Dollar massiv auf der Short-Seite. Was heißt massiv? Also gute 60, 70 Pips Abwärtsdruck gesehen. Jetzt dreht sich das Ganze gerade ein Stück weit um. Dann sehen wir in dem Zusammenhang auch wiederum, dass Euro-Dollar auf der Long-Seite wieder nach oben tendiert. Wir stellen daher im Zusammenhang ebenso fest, dass die Edelmetallpreise weiter sich aufwärts bewegen. Ja, und die Kryptowährungen gehen massiv weiterhin durchs Dach. Themen heute, die vielleicht auch noch bewegen könnten. Und zum einen positiv haben wir hier den Einkaufsmanager-Index, PMI, Purchasing Manager Index, nicht verarbeitendes Gewerbe, kam heute bei 56,4 heraus. Holy smokes, das Ding verläuft weiter auf der oberen Seite uns auf und davon oder Ihnen oder ja Ihnen, ja, muss ich eigentlich ja sagen, denn die Wirtschaftsleistung in China brennt weiter positiv gesehen nach vorne. Das wären positive Zahlen. Das beste Ergebnis seit, das können wir hier im Chart quasi knapp, glaube ich, gerade sogar noch sehen. Das beste Ergebnis seit 10 Jahren. Und zwar, wo haben wir es denn hier? 56. Bin ich jetzt falsch? Vorhin habe ich es noch gesehen. Da war es das beste Ergebnis. Da, Quatsch. Das war ja vom gestrigen Tag. Heute früh. So rum. Genau. Produktion. Einkaufsmanager-Index, Produktion. Da können wir sehen. Kann schon wundern hier. Da haben wir jetzt hier gesehen, dass genau vor ziemlich genau 10 Jahren, Oktober, November, der Markt stark nach oben gelaufen war, bevor dann ein Abwärtstrend, den möchte ich jetzt nicht hier heraufbeschwören, aber ein Abwärtstrend zunächst dann für eine Weile einsetzte. Stellen wir jedenfalls fest, dass, wie gesagt, der Einkaufsmanager-Index hier weiterhin sich positiv bewegt und ähnliche Zahlen erwarten wir heute ja aus der Eurozone. Wir haben die gleichen Bewegungen hier aus der italienischen, aus der europäischen Seite, hier und zwar von den durchaus auch weiter wichtigen Wirtschaftsräumen im Euro-Bereich, bevor wir dann in Richtung Amerika uns bewegen. Auch dort vielleicht natürlich hier durchaus interessante Eindrücke, Einblicke hier sehen könnten. Also interessant, wie wir es dort global feststellen. Im zweiten Quartal hat sich die Wirtschaftsleistung, wie wir wissen, in Europa, gerade natürlich auch in Deutschland, stark abwärts bewegt. Fürs Gesamtjahr erwartet man nach wie vor wiederum eine starke Besserung. Also nach dieser durchaus schweren Krise hier, als wäre es nichts gewesen, ein bisschen alles wiederum weggedruckt, finanziell gesehen. So wie aktuell ja insgesamt global das Wirtschaftsdenken hier weiter nach vorne gebracht wird. Manches Mal mag ich auch die besagten Quellen nicht unbedingt zitieren, aber wenn man dann doch durchaus mal Markus Krall und vor allen Dingen auch Max Otte, von dem ich sehr viel persönlich halte, zuhört, die halt sagen, hey, das Gelddrucken hat einfach das Denken ersetzt und findet ganz einfach nur den Weg an die Finanzmärkte. Überspitzt gesagt, werden dadurch die Reichen weiterhin reicher und die Mittelschicht bricht so langsam davon. Und die Frage, wie lange das gesamte Thema so noch funktionieren kann, bleibt abzuwarten, aber insgesamt sehe ich es genauso und sehe auf vielerlei Ebenen ebenso genau, sofern wir natürlich dort keine Art von Verantwortung, gerade auf Konzernebene, das war jedenfalls ein Stück weit die Quintessenz für mich eines der letzten Interviews, was ich vor einigen Tagen gesehen hatte, dass man dort keine eigene Verantwortung auf Konzernebene, sondern einfach nur eine Handeln ohne ein familiengeführtes Unternehmen zu haben. Dass natürlich das insgesamt nicht unbedingt zu den besten Entscheidungen führt. Und wenn ganz klar dann
etwas nicht funktioniert, wird man dann too big to fail vielleicht von der Regierungsseite noch dann gerettet und die entsprechende Enteignung der normalen Bürger, die dafür natürlich dann aufkommen müssen, die Quintessenz des Ganzen. Das heißt, wir haben eine durchaus große Schieflage an den Märkten, wäre jedenfalls meine These, die ich aufstellen würde, eine Schieflage an den Märkten, die nach wie vor keine gesunde Mittelschicht nach vorne bringt, sondern eher vielleicht eine eher reicher, ärmer Situation hervorrufen wird. Die Mittelschicht, die langsam ein wenig jedenfalls uns davon läuft, führt dann dazu, dass vielleicht das große Ende, ob es jetzt so ein negatives Ende dann unbedingt sein muss. Aber wir sollten jedenfalls gewisse Punkte vielleicht einmal im Kopf haben. Was bedeutet das für mich oder für uns in dem Fall? Wir sehen, weiterhin wartet sich ja durchaus auch weiterhin auf eine Korrektur, auf eine stärkere oder größere Korrektur hier, Gewinnmitnahmen, jedenfalls im laufenden Handelsmonat mit etwas größeren Ausmaßes, also November, Ende November, Anfang Dezember. Hier hätte ich eine größere Korrektur in den Kryptowährungen erwartet, aber Pustekuchen, nichts dergleichen gewesen. Nach diesen 2, 3 Handelstagen war es schon wieder vorbei und die Märkte sind weiter auf der Long-Seite nach vorne geschossen. Bin dort dabei via der deutschen Krypto-Exchange, wo ich ein wenig Anteile habe, die sich natürlich nach wie vor auch prächtig entwickeln. Der Tipp sogar in dem Fall gar nicht unbedingt von mir, sondern auch von einem Kunden von uns hier, ADE, die deutsche Krypto-Exchange, die hier weiter, Bitcoin Group heißen sie ja namentlich, die weiter sich positiv bewegen. Das heißt, wir können feststellen, dass hier an den Märkten nach wie vor Anlageklassen hier weiter befürwortet werden. Als Ausweg aus der Krise würde ich auch durchaus, und das auch nicht unbedingt mein Narrativ, aber den würde ich dich auch durchaus unterstützen wollen, hier ein Ausweg aus der Krise mit sicherer Anlagemöglichkeit trotz großer Volatilität, dann würde ich durchaus hier weiterhin auch auf Ethereum, Bitcoin und nach wie vor Edelmetalle setzen. Die Frage natürlich gerade auch beim einem Aktienmarkt, welche Unternehmen schaffen es hier weiter durch die Krise zu laufen? Wir haben keine, und zwar auch behördlich verordnet, wir haben keine oder nur sehr wenige Insolvenzen, 0,5%, wenn die Zahl so stimmt, aller Unternehmen, die eher dort Insolvenz, Konkurs anmelden müssen. Die Zahl aufgrund der geringen Liquidität der Unternehmen, die einfach weiter durch Krisen, durch die Probleme Märkte geführt werden und eine gesamte größere Insolvenzverschleppung hier dann mittragen könnten, würden vielleicht dann auch in den nächsten Monaten dazu führen können, dass eine größere, breitere Bankenkrise vielleicht dann aufgrund von Kreditausfall dazu führen könnte, dass hier noch ein wenig mehr Schieflage auftreten könnte. Denn ganz einfach nur mit der billigen Liquidität dort die Märkte zu füttern, dürfte keine dauerhafte Lösung sein. Das heißt, die Unternehmen, die nach wie vor durchgefüttert werden, machen natürlich dann auch durchaus wirtschaftlich gesehen mit diesen sogenannten Zombie-Unternehmen viel mehr aus und sorgen dafür, dass insgesamt eher, und das Ganze haben wir ja schon seit Jahren auch in Japan, so dass mit der billigen Notenbankpresse dort unternehmensseitig einfach viel bewegt wird, aber insgesamt natürlich die Wirtschaft dann dort eher auf der schwachen Seite, solange das System nämlich jedenfalls zwangsbeatmet wird, auf der schwachen Seite sich bewegen. Das heißt, die Krypto-Variante wäre jetzt hier, wenn wir meinen Kollegen Mascha Gittler fragen und der davon ja nichts hält, von der Kryptowelt, wäre eine Möglichkeit, jedenfalls in die Zukunft blickend und die Frage nach wie vor, inwiefern dadurch bedingt entsprechend ebenso dann die Kryptopreise weiter nach oben schnellen. Denn als ein möglicher Ausweg hier, je mehr Liquidität dort erschaffen wird, desto mehr fließt hier dann auch in die Kryptomärkte und deswegen sehe ich auch nach wie vor eher noch weiteres Aufwärtspotenzial, trotz der Korrekturmöglichkeiten. Definitiv hier wäre ich weiterhin auch auf der Long-Seite dort unterwegs. Wir sehen auf der anderen Seite auch den US-Dollar schwächelnd. Euro-Dollar zieht weiter wiederum hier, wie gesagt, nach oben. Wir sehen aber auch daher den Silbermarkt. Daher gestern noch kurz meine Nachricht hier für uns im Telegram-Channel. Also sind Sie bei uns ebenso als VIP-Kunde gelistet, dann haben Sie die Nachricht gestern bekommen, habe ich gesagt, hey, das sieht auf Tagesbasis nach einer starken, positiven Handelskerze aus. Können wir jetzt anschauen. Wir haben jetzt hier diese Unterstützungszone, fast horizontale Ebene. Dort hier Pinbar-Kerze, also Kerzenkörper oben, dort auf der unteren Seite signalisiert, der Markt dreht gerne mal, zumindest für eine gewisse Zeit.
auf der Long-Seite. Das gleiche haben wir auch zum Beispiel hier gehabt. Das gleiche haben wir hier gehabt. Also eigentlich fast blind nutzbar. Am nächsten Handelstag, in dem Fall hier auf Tagesebene, am nächsten Handelstag einfach kaufen, warten, bis der Markt die vorherige Widerstand-Unterstützungszone wieder am antestet und dann, um dann Gewinn hier herauszunehmen. Und wir sehen auch hier, haben wir bereits am heutigen Tag hier ganz gut was erreicht. Und auch hier sieht es eher danach aus, als würde der Markt ein wenig weiterhin sich hier aufwärts bewegen. Mein Kursziel, meine Gewinnebene liegt dann hier, vormalige Unterstützungsebene dürfte dann hier für mich einfach dann Gewinnzone sein. Das heißt, wo der Markt vorher, wann war es, Ende Oktober, also Anfang November, dann eine Unterstützung gefunden hatte, wiederum nach oben gekauft hatte, würde ich natürlich dann einen Widerstandsbereich hier sehen und vielleicht eher sagen, zumindest mal die Hälfte der Position hier absichern oder rausnehmen aus dem Markt. Was wir jetzt machen können, allerdings schon einmal hier den Stop-Loss auf Einstand setzen. 22,50 dort auf der Ebene. Schon mal ein ganz guter Einstiegspunkt, jedenfalls hier gewesen. So, Nachricht von Muschin. Auch schöner Name, Muschin. Ich habe einen VIP-Account. Wo finde ich den Link für den Telegram-Channel? Muschin, bitte sprich doch da mit deinem Kundenberater und checke mit deinem Kundenberater. Bei wem bist du als Kundenberater? Sonst kann ich ja auch von meiner Seite aus hier mit dem oder der Kollegin sprechen und dich dann dort verbinden mit den entsprechenden Personen, damit das funktioniert. Wir haben dann einen gewissen Mindestbetrag. Wie hoch der ist, kann ich nicht hier im Einzelnen genau sagen. Liegt ein bisschen auch an dem eigenen Risiko, an der eigenen Risikobetrachtung der Kundenbetreuer. Warum? Ganz einfach, weil meine Trades eher hier ein bisschen langfristiger sind, daher ein bisschen größeres Accountvolumen benötigen. Wenn man nur hier 2, 3 Pips Stop-Loss und 2, 3 Pips Gewinn handeln möchte, dann reicht das auch mit einem kleinen Account. Aber da ich meistens etwas breitere Stop-Losse habe, also ein bisschen weiter entfernt, macht es natürlich dann auch Sinn, einfach ein gewisses größeres Kundenkonto zu haben. Also das in dem Fall hier kann ich doch gerne verbinden, wie gesagt. Insofern hier sieht es aber erstmal danach aus, als würde der Markt weiter nach oben ziehen. Fundamental machen für mich die Edelmetalle nach wie vor Sinn. Das heißt, der Silberpreis auch gerade jetzt, vielleicht einmal hier den Markt wieder einmal oder das Chartbild einmal aufzuhellen. Für mich sieht das erst einmal zumindest immer noch eher nach einem aktuell jedenfalls leichten Korrektur-Abwärtstrend definitiv hier aus, aber mit der Möglichkeit, dass vielleicht diese Zone einmal, zweimal, mal drei, viermal angetestet, weiter mit positiver Rückmeldung hier weiter hochlaufen könnte. Das heißt, der Edelmetallpreis könnte weiterhin steigen. Silberpreis jedenfalls könnte hier weiterhin steigen. Gucken wir uns das Ganze auf der Goldebene an. Sieht auch ganz okay aus. Allerdings sieht mir Gold eher danach aus, als würde der Markt noch einmal hier weiterhin nach unten hin sich abwärts bewegen wollen. Nach dieser vergangenen starken positiven Marktebene hier, wir haben im Juli, August, hatten wir ja im Gold starke positive Tendenzen gesehen. Hier aktuell dreht der Markt eher auf der Short-Seite weiter seine Runden. Das hieße für mich, sollten wir noch einmal die 1860er-Marke sehen, wäre das dann vormals Unterstützung, eher vielleicht ein bisschen Widerstandsebene. Ich habe gerade eher das Gefühl, dass wir, wie gesagt, hier, dass die Edelmetalle hier ein wenig auf der Verlustseite gehandelt werden, eher weiterhin verkauft werden könnten und Kapital vielleicht eher in die Kryptowährungen, wie angefangen hier zu besprechen, hereinfließen könnte. Gestern, fast gestern, ich glaube, gestern habe ich es gesagt, im Übrigen hier das 200er Moving Average, das war natürlich ein Fehler. Es geht um den 50er gleitenden Durchschnitt hier, von daher nochmal eine kurze kleine Korrektur hier. Also der 50er gleitende Durchschnitt wäre das, was auf Wochenebene natürlich hier Unterstützungspotenzial zeigen könnte. Genau die Zone auch auf der linken Seite, Widerstandsbereich hier, Unterstützungsbereich hier. Auf der rechten Seite wäre eher meine Erwartungshaltung in dem Fall. Ansonsten, ja, wie sieht es aus auf der oder in der Eurozone? Wir hätten natürlich hier weiter mit dem Euro, der weiterhin jedoch stark zulegt. Gestern hatten wir ja hier einen Abverkauf. Wir hatten hier diesen asiatischen Handel. Hier sind wir im Stundenchart unterwegs, seitwärts in Asien. Dann kam Europamarkt, drängte nach oben, dann puff. US-Handel, Druck auf der Short-Seite hier. Gewinnmitnahmen ist meine einzige Erklärung hier. Gewinnmitnahmen zum Ende des Handelsmonats November ging davon aus, durchaus eher, dass wir noch ein bisschen weitere Korrektur hätten sehen können, vielleicht hier. Allerdings, die wurde auch schon im Keime erstickt und jetzt deutet hier so einiges durchaus darauf hin, dass wir vielleicht doch weiteres Aufwärtspotenzial erneut sehen könnten. Der Tageschart hier hat dann am gestrigen Handelstag ebenso eine Verkaufskerze gezeigt.
dass ja diese aktuelle Schwierigkeit hier in diesem Marktumfeld eine sehr, sehr breite Seitwärtszone herrührend vom Juli, Ende Juli diesen Jahres eigentlich kaum spaßig hier den Markt zu handeln, einfach nur, beziehungsweise nicht mit einer trendbasierten Handelsstrategie hier, weil der Markt sich einfach immer nur seitwärts bewegt hat. Aber was wir jetzt sehen könnten, und das wäre dann die Variante hier des Wochenchart nach dieser positiven Tendenz hier der letzten Handelswochen, scheint nun wirklich der Ausbruch hier vorbereitet zu werden. Das heißt, auf der Long-Seite sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass hier weiteres Aufwärtspotenzial eintreten könnte und wir daher, wie gesagt, hier weiteres Aufwärtspotenzial sehen könnten mit durchaus erneutem Druck auf der Oberseite. Eurozone wäre vielleicht dann ein positiver Aspekt, den man jetzt nehmen könnte, dass Kanzlerin Merkel weiterhin daran arbeitet, dass das Ausgabenpaket durchgesetzt werden kann. Die Ungarn und Polen scheinbar immer noch dagegen an diesem fetten, dicken Paket 2,2 Trillion, also Billiarden, sorry, Billionen, Entschuldigung, Billionen Euro, also ziemlich großes Paket, was dort geschnürt werden soll, wäre eine Variante, die vielleicht im Euroraum für positive Aspekte hier führen dürfte. Allerdings aus gutem Grund vielleicht auch die Ungarn und die Polen dann eher dagegen. Nach wie vor, wie angesprochen, hier scheint ja insgesamt die globale Antwort für alles einfach nur zu sein, dort massiv neues Kapital zu erschaffen, massiv neues im übertragenen Sinne Geld zu drucken, um dort jede Krise einfach wegzubügeln. Die Enteignenden natürlich sind dann dort ganz klar diejenigen, die Kapital ansammeln auf kleiner Ebene, die Sparer und dann vielleicht ja auch, dass jedenfalls teils kritische Stimmen, die man so in Teilen aus der Euro-Seite, vielleicht auch aus Deutschland eher hört, die halt sagen, naja, vielleicht gibt es ja dann bald eine neue Corona-Steuer, um diese Maßnahmenpakete, von denen ja die meisten nichts haben, dort finanzieren zu können. Denn eins muss man ja hier definitiv sehen. Und da ist auch eigentlich, wie gesagt, nach wie vor ja meine Meinung auch egal. Diejenigen, die dort aufgrund von Covid leiden, sind definitiv die Angestellten. Ich kenne definitiv an einer Hand hier abzuzählen genug Leute, die zum einen ihren Job verloren haben, keine Projekte haben, deren auch bei in Selbstständigkeit Projekte weggebrochen sind. Das betrifft natürlich ebenso auch mich, da ich ja auch in kleinen Teilen zumindest ja in der Veranstaltungsbranche mit unserem Oktoberfest hier in Singapur tätig bin. Aber diejenigen, wie gesagt, die dort in Abhängigkeit von Corona oder mit Abhängigkeit von Corona oder Corona aufgrund der COVID-19-Maßnahmen hier entsprechend negative Maßnahmen gespürt haben, definitiv da der Punkt. Das heißt, auf jeden COVID-Kranken, vielleicht mit schweren Erkrankungen, kann ich mit Sicherheit hier im Umkehrschluss 30 Leute dort aufzählen, die wirtschaftliche Schäden definitiv zu spüren haben. Was gut, was schlecht ist, mag ich hier wie gesagt nicht sagen, aber wir sehen natürlich ganz klar, dass hier aufgrund der Maßnahmen ganz klar die Einschränkungen das sind, was wir hier insgesamt global aktuell in Teilen spüren und wahrscheinlich auch in der Zukunft eher noch viel stärker spüren werden, denn die gesamten Pakete, die gerade geschnürt werden, müssen ja auch irgendwann in Teilen jedenfalls so ja das Zins- und Zinseszinssystem hier zurückbezahlt werden. Was haben wir also? Weiterhin Euro-Dollar zieht auf der Long-Seite vorbei. Das sieht weiterhin eigentlich erst einmal ganz gut aus. Im Pfund sieht es ähnlich aus. Da hatte ich gestern noch eine Short-Position, die prickelnd aussah, aber das wiederum hier so ein bisschen Gegenstand des aktuellen Marktumfelds, so klare Handelszonen, Pinnbar-Kerze, Druck nach unten, Markt fällt, eher hier Fehlanzeige, auch nachdem wir ja hier diese Handelszone angetestet haben, diese hellblaue Kasten, dafür zeigt diese Widerstandsebene an, die ich nach wie vor sehe. Das heißt, hier unten unter 1,3310 für mich nach wie vor Verkaufsdruck im Rahmen des Möglichen. Und dann sehen wir auf der Long-Seite natürlich 1,3410 hier oben weiterhin auch die Variante des Ausbruchs auf der oberen Seite. Das heißt natürlich auch hier könnten wir erwarten, dass der Markt auf der oberen Seite sich weiterhin aufwärts bewegte. Insgesamt sieht es jetzt wiederum gut aus. Das heißt, der Trend wiederum auf der Long-Seite, Variante hier, Variante A, der passt. Das heißt, wir haben hier durchaus steigende Preisbereiche nach oben, könnten dazu führen, dass wir hier in Richtung der 1,35, 1,36 und so weiter aufwärts bewegen. Und ganz klar natürlich auf der Long-Seite hier mit weiterem Aufwärtspotenzial aufwarten könnten. Positiv wäre da, das wäre jedenfalls meine Markteinschätzung, wäre da vielleicht eine schnellere Zulassung des Impfstoffes zu nennen. Ein schwacher US-Dollar im Allgemeinen, der hier gerade
ein wenig jedenfalls den Euro verdrängt. Wenn wir uns mal Euro gegenüber dem Pfund im gesonderten Fall anschauen, sehen wir auch hier, dass wir wiederum bereits auch hier in diese breite Zone herabgefallen sind. Das heißt, auch hier stellen wir fest, dass der Markt wiederum hier schwierig zu handeln, je nachdem, wie man den Stop-Loss dort jedenfalls setzt, dass wir sehen, dass der Markt wiederum hier zurückfällt und eher vielleicht jetzt ein stärkeres Pfund favorisiert als einen Euro hier. Das heißt, auch hier würde ich jetzt eher vielleicht sagen, hey komm, Shortseite als probateres Mittel vielleicht eher im Rahmen des Möglichen. Das heißt, hier wäre ein Kursziel vielleicht eher die 87,60. Aber wie gesagt, das Problem hier, dass der Stop-Loss einigermaßen breit gesetzt werden müsste, um weitere Seitwärtsgegenbewegungen hier aushalten zu können. Genau das, was wir hier eigentlich seit Wochen sehen. Der Markt bewegt sich faktisch kaum. Wenn er sich bewegt, stoppt er einen vielleicht gerade mal auf der Long-Seite aus, um dann danach wiederum zu fallen. Das ist also, wie gesagt, hier die Schwierigkeit, die wir dort sehen. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch den Dollar gegenüber dem Japaner. Da wäre das Spiel nach wie vor eher bei mir auf meiner Seite hier dabei. Das heißt, ich sehe weiterhin, dass wir hier diese Verkaufsorder gesetzt lassen sollten. Das heißt, die 103,75er Ebene könnte nach wie vor auf der Short-Seite für weiteres fallendes Potenzial hier führen. Da wäre noch ein bisschen hier dieser Risk-Off-Faktor zu nennen vielleicht. Das heißt, der Yen könnte eher auch ein wenig hier Nutznieße sein. Bei einem schwachen Dollar plus sollten insgesamt eher weiterhin Risk-Off-Tendenzen, also eher wiederum eine Bewegung in Richtung der Edelmetallmärkte, im Besonderen natürlich im Gold und vielleicht auch dem Schweizer Franken und dem Yen hier dazu führen. Das kann ich aktuell so nicht sehen, aber was wir sehen könnten zum Freitag jedenfalls, wenn wir uns den Freitag hier ein bisschen unter die Lupe nehmen und anschauen und das dann hier zum Ende der Woche mit den Non-Farm Payrolls klar ein Ereignis kommen könnte, wo eine durchaus erneute weitere Abwärtsbewegung im US-Dollar hier eintreten könnte und dann wie gesagt, der US-Dollar hier weitere Schwäche zeigen könnte, denn in die Vergangenheit schauend, rückblickend ist Dollar-Yen ja immer noch ein Währungspaar, was sich dann an den Non-Farm-Payrolls-Handelstagen gerne stärker bewegt. Das wäre das. Kryptos angesprochen. Was haben wir ansonsten? Sonst habe ich erst einmal nicht viel Aktuelles. Jetzt sagt Markus gerade noch, jetzt bin ich verloren, Markus. Sagst, wieso sind Sie, wieso Sie sind doch die Empfänger? Müsste ich jetzt überlegen, was ich gerade angesprochen habe, was du meintest. Gerhard fragt in dem Zusammenhang, sagen wir gerade nochmal nach Öl. Öl nach wie vor hier wahrscheinlich eher positiv aufgrund der Eröffnungsvariante der Wirtschaft. Das heißt, sollten wir schnellstmöglich einen Covid-Impfstoff erhalten. Und da gibt es ja positive Informationen seitens Moderna, die gestern in den Vereinigten Staaten beantragt haben, dass eine Zulassungsgenehmigung dort erfolgen kann, möglichst auch relativ schnell. Scheinbar 94% Schutz, wirksamer Schutz anscheinend bei oder durch klinische Studien. Modernas Aktienwert konnte um 20% zulegen am gestrigen Handelstag. Vielleicht in dem Zusammenhang interessant auch nochmal, gab es auch Nachrichten, dass bereits im Dezember 2019 scheinbar wohl bei diversen Blood Donations, was heißt Blood Donations auf Deutsch, also Blutspenden, genau, in diversen Blutspenden in wohl 9 verschiedenen Staaten in den USA dort Anzeichen von von Coronaviren gefunden wurden. Das heißt, wäre interessant, sodass eventuell das Virus ja vielleicht schon vorher grassierte und bereits vorab dort also einen gewissen Umlauf, eine gewisse Verbreitung gesehen hatte. Das heißt, das haben wir auf der Seite ebenso noch. Das heißt aber auch hier, dass dann der Ölmarkt vielleicht weiterhin sich positiv bewegen könnte. Ich denke mal, dass jede kleinere weitere Einschränkung des öffentlichen Lebens hier derzeit jedenfalls dazu führen dürfte, dass der Ölmarkt ein wenig wiederum korrigiert. Denn noch immer sind wir ja unterhalb dieser wichtigen 45er-Marke oder an dieser 45er-Marke. Das heißt, genau die Zone, die ich nicht mehr direkt hier sehe. Dafür sind wir schon ein wenig zu hoch gelaufen, aber die ich genau hier in diesem Bereich, Handelsbereich sehe. Vormals Unterstützung, jetzt dann Widerstandsbereich. Hieße für mich, so langsam könnte der Markt vielleicht wieder ein wenig Korrekturpotenzial sehen. Ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass wir hier starke Aufwärtsbewegungen sehen. Im Chart macht das Ganze nicht unbedingt Sinn, aber fundamental gesehen natürlich aufgrund der Impfdebatte oder aktuell der Impfstoffentwicklung so rum, sieht man natürlich hier, dass sich weiteres Aufwärtspotenzial auf der Long-Seite weiterhin hier
ergeben könnte, worauf, ja genau, wohlgemäß. So, das haben wir da. Ansonsten sehe ich nicht so viel. Wir können nochmal einen Blick auf den Aussie werfen, der sich interessanterweise etwas schwächer hält heute. Das heißt, da hatten wir gestern ebenso Korrekturpotenzial gesehen. An sich in allen US-Dollar-Währungen ähnlich. Pfunde US deutete gestern mit dieser Pinbar-Kerze, ich mache es nochmal neu auf, Pfunde US deutete ebenso auf eher weiteren Verkaufsdruck hin. Der wurde im Keim heute jetzt erstickt. Gleiches eigentlich auch im Euro-Dollar. Auch da Verkaufskerze. Auch die wurde nach oben hin ja schon fast durchbrochen. Wir sehen es auch im Austral-Dollar, wie gesagt, der hier eher Verkaufspotenzial zeigen könnte. Die Aktienmärkte allerdings laufen weiter nach oben. Das heißt, hier haben wir natürlich auch im S&P weiter Aufwärtspotenzial. Kleine Trendlinie, ob man jetzt nutzt oder nicht, egal. Aber wir sehen hier, dass diese Widerstandszone mit dem Pinbar klar, also gestern antesten, jetzt hochlaufen, hier weiterhin verlassen wurde. Der Dow Jones ein Stück weit schwächer, aber auch hier, der Dow Jones könnte sich hier mit Abwärtspotenzial unterhalb der 29.700er Ebene bewegen. Das wäre diese Ebene. Da könnte man weiterhin ein wenig Short-Potenzial hier sehen, aber der Trend wäre dann nach wie vor eher auf der Long-Seite hier oberhalb der 30.000er-Marke zu sehen, also auch da Long-Potenzial. Und dann sehen wir den Nasdaq, der gerade ein wenig mehr auf der Long-Seite drückte. Auch da war nach wie vor hier gerade die Tech-Werte, die weiterhin nach oben katapultiert werden. Auch hier, wie gesagt, sieht das erst einmal positiv aus, aber wie Sie mich da ja eher kennen, ich sehe das Ganze eher als parabolischen Aufwärtstrend. Ich sehe jetzt nichts, dass wir hier massiv weiter nach oben laufen. Der Markt hat immer recht, der Markt ist aktuell weiterhin hier long unterwegs. Frage, wie weit der Zug hier weiter den Bahnhof verlässt. So, das sind meine Punkte von meiner Seite aus. Hoffe, alle Fragen beantwortet zu haben. Und in dem Fall würde ich sagen, erst einmal ein wenig abzuwarten. Im Dollar-Yen, wie gesagt, haben wir eine Verkaufsorder unterhalb der Wochenkerze von der letzten Woche. Im Silber sind wir long unterwegs, da habe ich einen Stop-Loss gerade ja nachgezogen. Theoretisch oder auch praktisch könnte man das zweite Kursziel dann hier oben setzen. Das wäre dann bei der 23,90. Das heißt, sollte der Markt sich weiterhin aufwärts bewegen, hätten wir hier zwei schöne, leckere Kursziele. Werde ich gleich updaten hier im Telegram-Kanal. Also insofern hier, ich schiebe mal den nach oben. Ich mache das jetzt so rum. Ist mir lieber, genau, die Unterstützungszone hier. Dann würde ich lieber händisch ein bisschen Gewinn hier rausnehmen, wenn ich nur eine Position habe, die hier ein bisschen zu reduzieren und dann zweites Kursziel auf der Long-Seite und der US-Dollar, wie gesagt, deutet mir gerade eher eine weitere Aufwärtsbewegung hier an und sieht eher danach aus, als würde der Euro weiterhin hier sich nach oben bewegen. Das wären meine Punkte. Danke fürs Zuhören. Markus, sorry, deine Antwort oder deine Frage ist mir jetzt nicht klar. Irgendwas habe ich gerade angesprochen, wo du nochmal einhaken wolltest. Von daher danke trotzdem für deinen Wortbeitrag in dem Sinne. Hören wir uns dann im Laufe des Tages mit weiteren Updates. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.